Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe euch ja versprochen, ich möchte wieder aktiver werden und deswegen, ja, jetzt nach langer Corona-Pause gehe ich mal wieder jemanden besuchen. Und zwar diesmal fahre ich zu dem Reiterhof Gerdes. Ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt. Bestimmt. Ich war da bis jetzt erst einmal, weil ich Ponys gucken war mit einer Freundin von mir. Heute gehe ich da mal die Lynn besuchen, die dort auch wohnt und ja, mir ihre Ponys mal zeigt, mir den Hof vielleicht so ein bisschen zeigt. Das Gelände ist ja auch nochmal ein bisschen anders, als man es so im Emsland dort gewohnt ist, so von den Reiterhöfen wie Junghanbeel oder Reinas. Und ja, heute ist es mal ein Gerdespony oder sogar zwei Gerdesponys, die ich dann heute besuchen gehe, die auch noch auf dem Hof stehen, weil die Lynn dort lebt. Und ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Ich fahre da jetzt gleich hin. Ich fahre jetzt erstmal zu meinem Stall, dann zeige ich euch nochmal kurz meine Ponys. Genau, und danach fahre ich direkt im Anschluss weiter zu der Lynn und nehme euch dann heute mal wieder ein bisschen mit und darauf freue ich mich wirklich sehr. Plan ist es tatsächlich, mit ihren beiden Ponys ausreiten zu gehen. Die haben einen ähnlichen Schussweg wie meine Pferde. Ich glaube sogar noch ein bisschen verrückter, deswegen bin ich auch ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Ja genau, wir wollten auf jeden Fall ausreiten gehen und danach vielleicht heute Abend nochmal auf dem Platz irgendwie was gucken. So ist der Plan. Wir haben, glaube ich, noch nichts Genaues geplant als das. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, jetzt nach dieser langen Corona-Pause endlich mal wieder jemanden besuchen gehen zu können und euch auf dieser Reihe wieder mitzunehmen. Weil das ja, glaube ich, so, wie ich das jetzt auf meinem Instagram, askinu.cons, da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, da habe ich das auf jeden Fall von euch so aufgenommen, euer Feedback, dass das so eure Lieblingsreihe ist, dass ihr das am liebsten haben wollt. Und genau, das konnte ich ja lange nicht machen wegen Corona, aber jetzt ist es wieder soweit. Jetzt dürfen auch wieder fremde Leute zum Stall und es lockert sich ja langsam endlich alles wieder. Dass es mich einfach umso mehr freut, dass ich jetzt auch endlich wieder ein bisschen rauskommen kann, neue Leute kennenlernen kann und neue Ponys kennenlernen kann und euch halt mit den Erfahrungen mitnehmen kann. Und ich werde jetzt gleich erstmal zu mir am Stall vorbeifahren, weil ich noch meinen Helm mitnehmen möchte. Und ich glaube, ich nehme auch noch mein Pad mit. Ja, und dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Ich hoffe, weil ich habe keine Helmkamera, wir wollen ja ausreiten gehen, dass ich euch möglichst gut mitnehmen kann. Ich muss dann halt filmen auf einem fremden Pferd. Ich hoffe, es wird kein Chaos. Ja, wir sehen uns dann gleich bei mir am Stall sozusagen. Kann ich euch auch noch eben meine Ponys noch mal kurz zeigen und dann fahre ich auch schon los. Kansas, alles fit? Hi! Hallo! So, Pony ist jetzt angeleint und trottet mir hinterher. Wie gesagt, ich werde ihn, glaube ich, heute ein bisschen longieren. Einfach, dass ich mal kurz da gewesen bin, um was mit dem zu machen. Weil wir ja gleich direkt weiter müssen. So, ich habe Kansas jetzt gerade. Hör auf! Ich habe Kansas jetzt gerade noch locker. An der Longe. Ich wollte ihn jetzt heute ein bisschen longieren. Vielleicht setze ich mich einfach gleich noch kurz drauf ohne Sattel. So, ich bin Kansas jetzt ein bisschen geritten ohne Pad und Sattel. So quasi. Ich habe jetzt seine Zügel umgebunden, weil ich wollte ihn jetzt hier noch mal ein bisschen planschen lassen im Graben. Was hältst du davon, Kansas? Hm? Hat er gut gemacht heute, bin echt. Echt stolz. Raus? Du bist voll dreckig. Komm. Komm raus. Komm raus. So, fein. Guck mal, super. So, ich habe jetzt deine Trense abgemacht. Boah, meine Hand ist so dreckig. Damit du die noch panieren kannst, ne? Komm. Ja, so ein Spielkind. Das ist einfach nicht ertragbar. Jetzt habe ich gleich einen braunen anstatt einen Rappen. Schön. Der dicke Mops kommt so, warum? Was ist da los? So, ich bin jetzt bei mir am Stall fertig und würde mich jetzt auf den Weg zu Lynn machen. Ich fahre knapp 50 Minuten. Ja, das Auto ist mega warm. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Ja. Habt ihr hier eins, ne? Ja. Hm. Die ist auch mein. Oh, den finde ich toll. Den gepunkteten großen. Dahinter. Ich komme hier und Rambo, den haben wir gleich zweimal. Echt? Ja.
finde ja so Kaltblüter an sich einfach mega interessant. Ich würde mir zwar nie einen holen, aber ich finde sie einfach cool. Cool anzuschauen. Jo. Jo. Ein Esel. Alles dabei. Ein Mika. Hier. Yeah. Wir haben die Ponys geholt. Jetzt machen wir die fertig, denke ich mal. Ja. Und dann war unser Plan, ausreiten zu gehen, oder? Ja. Okay, gut. Hast du schon einen Plan, wo wir ausreiten gehen? Nö. Spontan. Okay. Spontan. Hast du nicht einen See hier in der Nähe? Ja. Und willst du aber See? Nasse Füße, weil die lieben beide Wasser. Egal. Ich will zum See. Egal. Was sind hier? Hunde. Ja. Okay. Oh mein Gott, ist das schön hier. Oh, du willst hier doch gar nicht runterlaufen.
hat dein Handy. Mein Handy. Kannst du das hochziehen? Ja. Wir waren jetzt gerade mit den Ponys schwimmen. Ich bin klitschnass, meine Socken auch. Und wir haben gerade ein paar Bilder gemacht. Und ihre Ponys sind absolut wasserverrückt. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Mika durfte gerade auch noch mal rein. Er läuft da hinten rum. Guckt euch mal diesen wunderschönen See an. Ich bin begeistert. Jetzt packen wir Pads wieder drauf und reiten weiter, oder? Ja. Du willst, dass ich den Pony abnehme, oder? Ich habe Angst, dass ich das fallen lasse. Erstmal Ziegenfutter an. Heißt doch eine Gisela? Nee, erstmal. Lecker. Ja. Hier einfach zwei Ziegen drin, zwei Ziegen draußen. Den haben wir noch nicht so lange. Hallo. Willst du lecken? Mika, das ist für die Ziegen. Und du bist ja so süß. Du hast eine Hühnerafrika-Schee-Schnute. Oh. Carlo, ne? Ja. Carlo. Hey, Mika, leg dich nicht mit der Ziege an. Das ist ein Baby. Was machen wir denn jetzt? Und dann? Reiten. Was reiten wir? Springen. Der Influencer. Spring, Anna. Spring! Soll ich einen Schlüssel dran? Du hast da einen Schlüssel dran. Ich da einen Schlüssel dran? Wieso hängt da ein Schlüssel? Warum hängt da ein Schlüssel dran? An meinem Halfter. Warum? Warum tust du es? Oh. Schön, aber er springt. Also dann. Er springt immer. Ist jetzt fertig? Sie hat mich daran erinnert, dass ich dauernd vergesse mitzufilmen. Aber das ist gut, dass du das dauernd sagst. Und wir haben jetzt das Automax fertig gemacht. Und jetzt will ich, dass ich gleich den ein bisschen springe. Mal gucken, wir haben Kamera auf jeden Fall dabei. Wenn es lustig aussieht, habe ich es auf jeden Fall drauf. Ja, jetzt springen wir auf jeden Fall ein bisschen hier auf diesem wunderbaren, schönen Springplatz. Ja, das ist jetzt ehrlich so, ich finde ihn echt geil. Schubkarre. Heftig. Tut der auch, ja. Ja. Viele können seinen Galopp am Anfang nicht sitzen, wenn sie den nicht kennen. Der ist gar nicht so groß. Herr Easy! Love never promised to be easy. Was an uphill climb.
dann. Aber er ist gesprungen. Das Bild ist gar nicht so schlecht. Der Spanier. Working Equitation. Heftig. Heftig. Den muss man auf dem Rodeo mitnehmen. Der reißt locker alles mit. Ich liebe dieses Singen im Hintergrund von deinem Dad. Ist so, nee. War ein Versuch, keine Wendy. Ja. So, jetzt sind wir auch schon beim Ende dieses Videos angekommen, leider. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben beim Schnitt. Genau, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dolle über ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo freuen. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wen ich sonst noch so besuchen gehen soll. Ich würde super gerne die Lynn noch ein zweites Mal besuchen kommen. Lynn wollte auch noch mal zu uns kommen und meine beiden Pferde kennenlernen. Und ja, bis dahin. Corona hat ja jetzt wieder Eröffnung. Ich kann jetzt wieder besuchen gehen. Deswegen freut euch auf weitere solche Videos.